Hallo liebe Zuschauer, wegen dem Papa drehen wir Biberbande neu. Hallo Freunde, schön aufgepasst, hier kommt der Spieleblock zu euch nach Haus. Der Papa ist meistens an allem schuld. Naja, in dem Fall war die Kritik von euch berechtigt. Wir haben nämlich schon ein Video zu Biberbande gemacht und manchmal bin ich einfach sehr schnell in Erklären, beziehungsweise während der Spielrunde erkläre ich noch das eine oder andere Detail. Ich bin davon ausgegangen, dass der eine oder andere das Spiel schon kennt. Haben ja viele von euch Spaß gehabt, aber es gibt auch viele von euch, die kennen das Spiel nicht und die beschweren sich dann zurecht, wenn ich einfach zu flott bin. Deswegen gibt es das Ganze nochmal in einer ausführlichen Erklärung. Ich glaube, mir hängt noch eine Spielrunde hinterher. Das Spiel ist für 2 bis 6 Spieler, 20 Minuten Spielzeit und geht und ist ab 6 Jahre. Man spielt so viele Runden, wie Spieler teilnehmen. Wir spielen manchmal einfach so viele Runden, wie wir Lust haben. Wichtig ist nur, es gewinnt immer nach am Ende der Runde der Spieler mit den wenigsten Punkten. Wenn ihr über mehr Runden spielt, dann notiert ihr einfach die Punkte. Dafür gibt es einen Block. Mindestens 6 Spieler, 2 bis 6, aber zu dritt und zu viert kann man es auch spielen. Genau. Hier sehen wir das ganze Material, was enthalten ist. Ein Block, wo man die Punkte notiert. Hier sind die 3 Sonderkarten, die erkläre ich. Und hier die restliche Stapel. Es gibt natürlich noch weitere Sonderkarten, aber die 3 Sonderkarten sind im Spiel. Und es gibt Zahlenkarten mit den Werten 0 bis 9. Diese ganzen Karten werden gemischt. Dann bekommt jeder Spieler 4 Karten, die er verdeckt vor sich auslegt. Das seht ihr auch nachher, wenn wir die Spielrunde euch nochmal zeigen. So, Aufgabe des Spielers ist es, er will hier diese 4 Karten möglichst niedrig halten, weil am Schluss zählen hier die Punkte der einzelnen Karten. Ist darunter eine Sonderkarte, muss man am Ende so lange ziehen, bis man eine Zahlenkarte hat. Also am Schluss müssen auf jeden Fall 4 Zahlenkarten liegen. Es kann sein, dass es dann eine 9 plötzlich gibt. Und dann ärgert man sich. So, am Anfang des Spieles, das seht ihr auch, darf man sich die 2 äußersten Karten anschauen. Da habe ich jetzt aber super gemischt. Die sind schon mal super. Die 2 darf man sich nicht anschauen. Das macht jeder Spieler. Dann wird der Stapel... Die oberste Karte wird umgedreht und dann hat jeder Spieler 2 Aktionsmöglichkeiten. Also, die erste Möglichkeit ist, ich ziehe vom offenen Stapel. Das kann ich nicht, weil das hier in dem Fall eine Sonderkarte ist. Also muss ich Aktion B wählen und da ziehe ich eine Karte. Diese Karte, wo ich ziehe, darf ich entweder nutzen. Dazu erkläre ich jetzt gleich die Sonderkarten. Wenn es eine Zahlenkarte ist, eine hohe, dann wähle ich sie natürlich nicht. Das heißt, ich lege sie ab. Wenn es aber wieder eine niedrige Karte ist, jetzt schaue ich einfach mal, dass ich ein schönes Beispiel finde, zum Beispiel die 3, ist ja gar nicht mal so schlecht, dann tausche ich die mit einer meiner Karten, lege die hin, die Mitspieler sehen das nicht, und diese Karte lege ich offen auf den Stapel. So, und dann wäre der nächste Spieler an der Reihe, und der sieht es natürlich, und der nimmt natürlich nicht eine Karte vom verdeckten Stapel. Vielleicht tauscht der hier. Von seinem, genau, und tauscht es. Das heißt, wenn der eine niedrige Karte auf dem offenen Stapel sieht, dann nimmt er natürlich die niedrige Karte vom offenen Stapel. Und so geht das immer weiter. So, und jetzt, Elias. Wenn man klopft, nach wenn alle aufgedeckt. Genau, jetzt aber eine Besonderheit, weil es gibt hier 2 Möglichkeiten. Wir spielen es mal so. Und deswegen streng nach Regeln. Wenn man seine Aktion ausgeführt hat und hat das Gefühl, dass seine Karte niedrig ist, man muss sich natürlich auch die Karten merken, manchmal wird getauscht, das weiß man nicht. Nach seiner Aktion klopft man und dann sind die anderen nochmal dran. Es darf aber nicht in der ersten Runde passieren. Wir haben es aber auch schon so gespielt, dass man keine Aktion ausführt. Das heißt, wenn man am Zug ist, kann man nur eine Aktion ausführen oder klopfen. Ganz wichtig, streng nach Regel könnt ihr nach eurer Aktion dann klopfen. So, und jetzt muss ich euch nur noch die Sonderkarten erklären und dann können wir anfangen. Wenn man diese Karte zieht vom Nachziehstapel, wichtig, vom Nachziehstapel, dann kann ich die Sonderaktion ausführen. Ich muss sie nicht ausführen. Bei dieser Karte darf ich mir eine Karte von meiner Auslage, von meinen 4 Karten anschauen. Bei dieser Karte kann ich, kann ich eine Karte, ausliegend verdeckte Karte, mit einem Mitspieler tauschen. Die Karten darf ich aber nicht anschauen. Und wenn ich diese Sonderkarte ziehe, dann kann ich vom verdeckten Stapel eine Karte ziehen. Wenn mir die gefällt, kann ich die gleich nutzen. Ansonsten lege ich die ab und ziehe gleich eine zweite Karte nach. Das ist eine gute Aktion. Genau. Aber es gibt noch bessere Aktionen. Okay, es gibt noch bessere Aktionen, weil es gibt noch eine Erweiterung und da habe ich... Mit dem Super Biber. Und da habe ich ein separates Video schon gemacht. Ich hoffe, dass die Erklärung auf jeden Fall gut bei euch ankommt. So, und jetzt zeigen wir euch noch zum Abschluss eine Spielrunde und dann hoffe ich, dass jeder klarkommt mit dem Spiel. Ihr wisst ja, es ist ein tolles Spiel und wir spielen es momentan täglich.
Jetzt haben wir das Ganze vorbereitet. Der Elias hat seine vier verdeckten Karten. Ich habe meine vier verdeckten Karten. Die Karte wird hier vom obersten Stapel abgelegt. Ich weiß schon, was der Elias macht, aber zuerst schauen wir unsere beiden äußersten Karten dann an. Wie gesagt, Ziel ist es ja, niedrige Karten hier zu bekommen. Und der Elias, der jüngste Spieler, fängt an. Er nimmt natürlich gleich hier diese Karte, okay, und legt die ab. Dann ziehe ich eine Karte, oh, mit einer 8. Da kann ich nichts anfangen. Die lege ich natürlich ab. Da ist der Elias dran. 7 will er auch nicht. Dann bin ich dran. Oh ja, die nehme ich. Und die lege ich mal hier ab. Schau mal, eine 5. Die war mir zu hoch hier. Aber die Karte kenne ich ja jetzt. Und die Karte kenne ich ja auch noch. Aber durch das Tauschen vergisst man natürlich gern. Oh, jetzt legt das schon offen hin. Oh Gott, eine 9. Mit der kann ich auch nichts anfangen. So, jetzt Sonderaktion. Er zieht eine Karte. Wenn es ihm gefällt, kann es er nutzen. Eine von deinen Karten anschauen oder du ziehst eine neue Karte. Du willst die Aktion machen? Dann darf er sich eine verdeckt anschauen. Aber nicht so gut. Die ist richtig gut. Ja, ja, von wegen. So. Und das kann auch recht schnell gehen. Aber wo sind denn die niedrigen? Ich schaue mir mal eine an. Das ist auch nicht gut. Dann bist du dran. War nicht gut, okay. Du bist dran. Ja, die war nicht gut. Ah, schon wieder. Gar nicht schlecht. Nee. Du willst auch eine. Oh, super, gleich nochmal eine Aktion. Willst du drunter schauen? Mal die an. Okay, dann bin ich schon dran. Oh ja, die ist gut. Die nehme ich. Und die tausche ich aus. Die hätte ich am Schluss eh austauschen müssen. Oh, du kannst tauschen. Nur weil ich gesagt habe, die ist gut. Ja, man sollte nicht allzu viel sagen in dem Spiel, sonst verrät man sich. Kann natürlich auch blöffend sagen, die ist gut und der Mitspieler tauscht dann. Da habe ich schon so viel erlebt. Oh ja, die nehme ich jetzt einfach mal. Oh! Das ist hier auch gut. Okay, jetzt wird bald geklopft. Bin mal gespannt. Meinst du? Okay. Die 9. Oh ja, die wolltest du loshaben. Die nehme ich und schwirf die ab. So, dann mache ich meine Aktion. Oh, jetzt weiß ich nicht mehr genau. Ich glaube, die hier. Ja. Und jetzt machen wir das streng nach Regel, jetzt klopfe ich. Und dann ist der Elias noch einmal dran und dann werden die Karten aufgedeckt. So. Okay, jetzt decken wir die Karten auf, zählen zusammen. Und der mit dem niedrigsten Wert, ich habe 12. Oh! Sie macht 9. Damit hat der Elias quasi die erste Runde gewonnen und ihr notiert die Punkte. Und das könnt ihr, wie gesagt, über mehr Runden spielen. Möglichst niedrig halten die Werte. Was hast du letztes Mal gehabt? 2, 3, glaube ich sogar. Nein, 1. 1 sogar. 1, 2. Das war auch super. So, ich hoffe, ich habe euch jetzt... Ich hatte aber richtig viele Nuller. Okay. Ich hatte 3 Nuller. Das war auch richtig toll. Die Nuller will man natürlich auf jeden Fall behalten. So, jetzt hoffe ich, dass ich euch mit dem Video, mit dem zweiten Video weitergeholfen habe. Ich versuche es rechtzeitig online zu stellen, weil, wie gesagt, die Biberbande ist ein tolles Spiel und ich hoffe, euch habe ich weitergeholfen. Ansonsten schreibt es doch bitte in die Kommentare, wie zuletzt auch. Ich versuche natürlich immer die Spiele euch möglichst gut zu erklären und möglichst kurz zu halten. Je nach Spiel ist es manchmal möglich, je nach Spiel dauert es aber auch etwas länger, gerade wenn es natürlich etwas mehr Regeln sind. Ich sage tschüss, bis bald. Wenn es euch gefallen hat, dann gibt uns einen Daumen hoch oder ein Abo. Über Abos werden wir uns freuen. Ein Dankeschön. Von meiner Seite sage ich mal tschüss, macht's gut. Bis bald. Bye, bye. Hallo Freunde, schön aufgepasst. Hier kommt der Spieleblock zu euch nach Hause.